Bye bye, kleines süßes Drachen-Pokémon. Ja, ich glaube, dann sind wir soweit eigentlich schon fast durch mit der Hauptstory. Ich glaube, dann haben wir nämlich alle Sachen erobert. Dann fehlen uns noch tatsächlich die Rematches gegen die Arena-Leiter, die wir dann angehen. Und ja, dann sind wir bald durch mit Pokémon. Strahlender Diamant. Das machen wir mal anders. So, einmal kurz den Eisheap auf Draschel. Oh, fast sogar. Aber die scheiß Robustheit. Na gut, du wirst sowieso jetzt gleich sterben. Ihr werdet beide gleich sterben. Dann macht jetzt was an. Macht jetzt die Hagelkörner. Tschüss, Drasche. Und tschüss, Dornfall. Galoppa, Level 72. Du hast doch Tauros, okay. Ja, vielleicht kriegen wir sogar noch tatsächlich Level 70 mit Rekrisa hin. Das wäre zumindest das Ziel. Den Duellturm werden wir nicht, die machen die 21er Siegesserie. Die werden wir irgendwann mal angehen. Werde ich offscreen angehen, aber nicht jetzt. So. Du wirst nur ein Pokémon erhalten können. Oder auch gar nichts. Schade, ich dachte, ich krieg noch Level 70 hin. Bei Rexblizzard. So. Aber nicht so ganz. Glaube ich, Reminders bei Level 80. Toppeleber. Sehr gut, danke. Nehme ich mit. Supi, dann haben wir das auch. Dann werde ich jetzt noch mal rausgehen. Und in der nächsten Folge. Wieso nicht in der nächsten Folge? Nein, nein, nein. Wir machen sogar noch diese Folge. Ich glaube, das ist mir okay. Ich dachte, mir wäre jetzt noch was gewesen. Aber ich habe den Hammer schon mitgenommen, das Item. So, jetzt muss ich noch mal hier raus. Okay, da hatte ich jetzt nicht gerechnet, dass so zwei Trainer noch stehen. Die vier versammelten Trainer in Pokémon sind keine leichten Gegner. Sie haben alle den ein oder anderen Trick auf Lager. Alles bereit, der Kampf kann beginnen. Okay, da habe ich jetzt nicht mitgerichtet, wenn ich jetzt endlich wieder habe ich gedacht, jetzt oh, die zwei, die nimmst du noch mal mit, ohne Probleme. Aber, beziehungsweise die habe ich schon geholt. Aber nein. Und zwar eine Aerodactyl und ein Kangama. Gut, Aerodactyl sollte nicht noch ein Riesenproblem sein. Kangama schon eher. Habt ihr denn überhaupt jeweils eins oder was? Das war auf jeden Fall nur eins. Was mit Eisheap ab. Der Feuersturm geht auf Kangama. Ah, schade, das Kangama bleibt noch, lebt noch. Oh, oh. Danke, 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 dass du packst. Jetzt sind erstmal das Aerodactyl mit raus. Das hat nämlich keine Chance, weil das ist eine Vielfachschwäche gegen Eisattacken. Level 70 für Rexblisa und danach haben wir Level 71 für Empoleon. Oh, Wutanfall. So. Du hast mir eben geholfen, Galoppa. Dann kriegst du es jetzt zurück.
Hier wurde Galoppa durch Respisa geholfen und jetzt umgekehrt. Tschüss, Kagama. Ja, Apollyon Level 71. Jetzt haben wir alles mittlerweile Level 70er. Mindestens. Ursaring. Oh, Ursaring. Da haben wir immer schon so ein bisschen unsere Probleme gehabt. Ja, weil die heute tatsächlich die Dings machen, heute machen wir das Event. Aber tatsächlich komplett sogar alles durchziehen, weiß ich noch nicht. Kann aber sein, dass wir tatsächlich komplett heute alles durchziehen. Wir haben auch eine gute Stunde, was die Aufnahme betrifft. Das heißt, es könnte funktionieren, dass wir tatsächlich heute das Let's Play durchziehen in der Aufnahme, in dieser Aufnahmesession. So, heute werden wir noch unser legendäres Pokémon fangen. Und dann haben wir die beiden auch besiegt. So. Sehr gut. Haben wir die zwei auch weg? Ich gucke mal, ob hier oben noch was ist. Hier hoch, habe ich hier den richtigen Weg überhaupt bin. Oder auf dem richtigen Weg überhaupt bin. So rum ist es richtig. Ja, viel haben wir nicht mehr, ne? Müsste eigentlich bald Ende sein. So, gut. Jetzt hoffe ich, dass ich doch mal, dass ich jetzt da noch mal ran darf. Oder habe ich jetzt noch mal den Karberg alleine, ob ich jetzt noch mal aufmischen muss. Die Frage ist, wie weit muss ich zurück? So, die Frage ist, wie weit muss ich zurück? So, kommen wir hier hoch. Die Trainer, bis ich alle habe. Die Trainer, bis ich alle habe. Sind das die Zertrümmerersteine hier? Nö. Sah nur so aus, als wären das jetzt irgendwelche großen Zertrümmerersteine. Die kleinen hier sind klar. Speichern kurz. So, Pokémon bewegen. Was anderes. Lass es so. Ich hoffe, dass ich so funktionieren kann jetzt. Jetzt blöd oder was? Ich dachte, wir wollten heute legendäres Pokémon. Wie kriege ich dann das Event ausgelöst?
Ah, okay, verstehe. Ich bin ein bisschen, ich dachte mir, geil, das kriegen wir ohne Probleme hin. Wir müssen aber nochmal zurück zum Überlebensareal und wir müssen dann nochmal was auslösen. Jetzt heißt jetzt, ich kann nicht da raus. Verarschen jetzt? Eigentlich war jetzt der Plan zu sagen, ja, wir holen das, machen jetzt fertig. Jetzt komme ich raus. So, wir müssen zurück zum Pokémon Center und zwar zum Überlebensareal. Mal gerade gucken, wo das ist. Und dann müssen wir nochmal zurück. Das Haus neben dem Pokémon Center, also sprich das dahinter. Okay. Ich heile mal kurz mein Team. Ich brauche auf jeden Fall ordentlich Finsterbälle, glaube ich. Ich werde ja nicht mit dem Steam nehmen. Das ist ja schon absoluter Schwachsinn. Ich bin ja kein Fan davon. Mal, kann ich denn jetzt? Lass mich raten, du hast jetzt keinen. Ach, du hast keine Dings, ne? Ja, ich dachte mir, geil, du hast ein paar Finsterbälle, aber ich habe, du hast keine. Naja, wir haben ja noch ein bisschen. So, dann hüpfe ich mal kurz hier runter, weil wir müssen. Wie komme ich jetzt hoch? Ich habe ich ja schon gehabt. Wo ich denn jetzt? Wie komme ich denn da jetzt? Ich dachte mir, geil, musst jetzt da runter. Nee, nee, musst du nicht. Gut, aber durchgehen. So, jetzt muss ich mit dem alten Mann sprechen. Was? Der Magmastein wurde gefunden. Dann ist die Legende also wahr. In diesem Fall könnte das Pokémon des Vulkans erwachen und einen Ausbruch verursachen. Nein, nein, ich will nicht mit Helena sprechen. Lass mich in Ruhe. Ich will mit dem Typen hier sprechen. Mein Gott. Alles klar, Opa. Ich werde den Magmastein zurückbringen. Deiner Geschichte zufolge scheint der Magmastein das Pokémon des Vulkans zu beschwichtigen. Keine Sorge, diesmal schaffe ich das alleine. Gut, dann geht's für uns heute wieder zurück dort hoch. Weil wir müssen. Was kann ich jetzt? Muss ich da jetzt doch mal hoch? Moment. Ja, ich muss jetzt ja noch mal zu, ich muss ja noch mal zum Karlberg zurück. Ja. Tau, ich hab noch richtig. Oder muss ich da jetzt? Ja, warte mal. Hä? Ah, ich wollte das. Jetzt warte mal. Lebens aber ja. Ich muss da ja wieder hoch, ne? Och, lass mich doch in Ruhe. Wie komme ich jetzt wieder hin? Komm, da kann ich da hinfliegen. Ich komme nicht da hoch, ne? Also ich muss jetzt wieder. Ich muss den ganzen Weg jetzt zu Fuß wieder da hoch, oder was? So rum ist es. Ich muss ja die Wasserroute da nehmen.
Und dann muss ich da auch. Jo. Oh, das ist ein bisschen, das ist ja tückig, arschig gemacht. Das ist ja jetzt scheiße gelöst, muss ich sagen. Also jetzt Pokémon Center, sie hatten ja ruhig das Pokémon Center nochmal vor, das vor den Kabel setzen, wenn sie sich nicht den ganzen Weg jetzt über die ganzen Routen nochmal zurück muss. Das ist jetzt ein bisschen blöde gemacht. Das ist jetzt ein gelöst. Naja, gut, das wird sich ändern, aber es ist halt nicht, es ist halt ein bisschen nervig, muss ich sagen. Das ist jetzt blöd gemacht. Ich wollte eigentlich nur das blöde Event auslösen, weil das ist jetzt ausgelöst, aber das Problem ist jetzt einfach nur, dass ich jetzt natürlich jetzt noch mal komplett den ganzen Weg da hochrennen muss. Aber was willst du jetzt noch? Ja. Nee, muss ich jetzt. Ich habe natürlich das Problem, dass ich jetzt keine Items mehr habe, keine Schutz-Items mehr habe. Habe ich noch irgendwas, was ich jetzt setzen muss, was ich jetzt auch, wo ich noch was hinmachen muss? Ich mache jetzt natürlich ein bisschen Pokémon bewegen. Vorteil ist, dass ich jetzt, ich muss jetzt natürlich Ramaido nach oben setzen, wenn ich jetzt keinen Schutz mehr drauf kaufen muss. Ja, na gut, es taucht jetzt ein bisschen was auf. Oh, toll, ey, das ist doch jetzt echt, da wolltest du eigentlich schön das Event auslösen. Und dann sagt das Spiel, lass mich in Ruhe, vergiss es. Ich sagte gerade noch Restzeit auch noch 71 Minuten. Ich bin jetzt über 2 Stunden mittlerweile dran. Aber ja, wir machen nicht mehr so lange. So. Wenn ich jetzt 1000 Pokémon noch auftauchen würden. Eigentlich war es heute ein bisschen, war es jetzt anders geplant, ja. Aber die große Frage wird einfach, wie viel zickt jetzt her gerade rum, ne? Ja, ich habe es jetzt gerade ausgelöst. Das ist tatsächlich das Heratran-Event, das ich jetzt euch zeige. Oder beziehungsweise, wie fangt ihr Heratran? Ich habe natürlich jetzt ein bisschen blöde Mützen gemacht. Ich habe natürlich jetzt gedacht, nur geil, das kriegen wir schon irgendwie hin. So. Wie sieht der jetzt da? So.
Es ist übrigens Level 50, soweit ich das richtig im Kopf habe. Und da ist es auch schon. So, ich hoffe, dass ich jetzt ohne Probleme fangen kann jetzt. Ich will es euch jetzt schnell noch in dieser Folge, wollte es eigentlich euch zeigen. Und dann gucken wir mal, wie viel Zeit wir noch grob haben, ob man dann sagen kann, ja, wir machen noch ein, zwei Arena-Leiter. Oder wir ziehen sie komplett durch. Ich weiß es nicht, wie schnell sie jeweils sind. Oh, Level 70 bist du. Okay, damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Was wurde mir nämlich angezeigt? Ich hatte mir nämlich eine Meldung bekommen, Level 50. So, jetzt muss ich vielleicht ein bisschen Glück haben, dass ich mit dem Finsterball natürlich das Viech direkt kriege. Ich habe ja noch ein paar Hyperbälle. Das heißt, ich werde jetzt mit Hyperbällen draufhauen. Die Frage ist, wie viel zickst du jetzt rum? Oder ob du sagst jetzt, das reicht mir. Eins, zwei, drei. Okay, dritter Ball insgesamt. Dankeschön. Cool gemacht. Sehr geil. Grammeiter 79, Grammschiff 72, Militalis 72. Damit ich jetzt nicht gerechnet, dass Grammschiff, dass Heatran so viel so schnell drin ist. So, Geschichte. Gut, dann haben wir das Thema auch erledigt. Das heißt, ich hüpfe jetzt wieder raus aus dem Kraterberg. Und jetzt gucke ich auf die Uhr. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Warte mal, ich fliege doch kurz eben zum Startpunkt, weil wir gehen jetzt als nächstes das Thema Arena-Leiter an. Und zwar, ich gucke gerade, wo die Arena-Leiter ist. Genau, Erzelin. Wir gehen jetzt als nächstes die Arena-Leiter an. Ich denke mal, zwei pro Folge sollte drin sein. Dann sind das vielleicht noch vier, fünf Folgen und dann sind wir durch mit dem Let's Play. Ich freue mich wieder, wenn ihr einschalten würdet hier bei Let's Play Pokémon Strahlender Diamant. Und dann geht es jetzt endlich ins Finale. Bis dahin und tschüss.